Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Amute Least. Ich möchte euch heute einmal etwas zeigen, was gar nicht unbedingt nur mit mir zu tun hat, sondern eher mit meiner Tochter und dann irgendwann wahrscheinlich auch mal mit meinem kleinen Sohn, denn ich liebe es, ihr Geschichten vorzulesen. Und ich liebe es auch, neue Kinderbücher zu kaufen und Kinderbücher geschenkt zu bekommen. Und wir hören auch ganz viele Hörspiele und Hörbücher für Kinder, sei es im Auto oder zum Einschlafen. Und ja, da vielleicht einige von euch selbst auch schon Kinder haben oder aber vor allem, wenn man noch keine eigenen Kinder hat und immer mal wieder etwas verschenken möchte, dann finde ich es immer ganz nett, da ja auch einfach irgendwie von so ein paar Dingen schon mal ein bisschen was gehört zu haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, euch jetzt immer mal wieder, in keinen festen Zeitabständen, aber wenn es einfach mal passt, ein paar Sachen zu zeigen. Ich würde sagen, alterstechnisch liegen wir da zwischen 2, 3, also eher 3, wobei, nee, vielleicht auch sogar schon ab 2 und 6 Jahre. Also wir haben super früh angefangen, Geschichten zu hören und Bücher vorzulesen, und ich habe von allem hier so ein bisschen was liegen. Deswegen würde ich sagen, ja, 2 bis, also ab 2, und es ist jetzt nichts unbedingt dabei für ältere Kinder als 6, 7, weil wir das einfach noch nicht da haben und ich noch keine Meinung dazu habe, weil wir es selber noch nicht nutzen. Sie ist ja jetzt gerade erst 6 geworden. Aber ja, vielleicht habt ihr da auch Interesse dran, und ich würde sagen, es sind nicht nur Sachen für Mädchen. Also es sind durchaus auch Sachen dabei, die auch kleine Jungs gut finden könnten, auch wenn es vielleicht etwas mädchenlastiger ist. So, ich fange erstmal mit 5 CDs an, die ich hier neben mir liegen habe. Und als allererstes habe ich hier Luna und der Katzenbär. Das ist eine CD, die habe ich tatsächlich mal im Bloggerportal mit angefragt und mich total gefreut, dass ich die bekommen habe. Denn die habe ich für eine lange Autofahrt. Im letzten Jahr bin ich ja auch schon mal mit meiner Tochter und einer Freundin meiner Tochter und der Mama sind wir zu viert nach Dänemark gefahren, und dafür habe ich diese CD angefragt, und die haben das mit Vorliebe gehört, und es wird bei uns auch immer noch gehört. Und zwar geht es hier um Luna, die in ein neues Haus zieht, und dort wohnt schon Carlo Katzenbär, und der möchte eigentlich gar nicht, dass da jemand Neues wohnt, und Luna möchte aber, dass das ihr guter Freund wird, und ja, wie sie es schafft, dass Carlo und sie Freunde werden und Carlo jetzt doch mit Luna zusammen zu Hause wohnen möchte, das fanden die beiden Mädels super und findet meine Tochter bis heute super, und sie hört es immer wieder mal sehr, sehr gerne, und ich glaube, es gibt auch schon weitere Folgen. Also hier sind jetzt Band 1 und 2 in so einer Doppelfolge. Genau, dann etwas, was ich als Kind schon immer super gerne gehört habe, während beiden Schwangerschaften und auch jetzt, hier steht ab 6 Jahre drauf, aber Greta hört das wirklich schon, seit sie ungefähr 4 ist, sind zum einen Bibi und Tina und zum anderen Bibi Blocksberg. Ich weiß nicht, Jungs sind da wahrscheinlich nicht so ganz hinterher, gerade bei Bibi und Tina. Wir lieben das, ich höre das auch liebend gern mit ihr zusammen, und ja, das ist so ein Klassiker, den, glaube ich, jeder kennt. Etwas, was sie auch wirklich, wirklich mag, ist Pettersson und Findus. Und da habe ich auch eine CD, weil die richtig super ist, Aufruhr im Gemüsebeet. Die ist ab 4. Die haben wir mal geschenkt bekommen. Da sind coole Lieder mit drauf. Es macht total Spaß, die zu hören. Und Pettersson und Findus ist ja auch so ein Kinderbuch-Klassiker, den ich noch von früher aus meiner Kindheit kenne. Und da kann ich, das kann ich sowohl in Buchform, das haben wir in Buchform oft aus der Bücherei schon ausgeliehen, als aber auch in Hörspielform sehr, sehr empfehlen. Und dann hat sie im letzten Jahr, ich glaube zu ihrem Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, von der lieben Claudia, nee, das war dieses Jahr zu meinem Geburtstag, genau so war es, eine CD geschenkt bekommen, ein Hörbuch, 2 kunterbunte Freundinnen. Ich glaube, das ist auch gleich die erste Folge, ein Mops namens Mörchen, und die ist immer noch, also die fährt im Moment ganz, ganz oft mit uns Auto. Hier geht es um Maybrit und Märzbrit, die sind beste Freundinnen und ja, all das, was sie so miteinander erleben, und die beiden Mädels sind ganz, ganz unterschiedlich, und man findet irgendwie bei Greta von beiden so ein bisschen wieder, und das hört sie auch wirklich, wirklich richtig gerne. Ja, das sind so die 5 CDs, die ich heute rausgesucht habe. Ich hätte euch noch viel, viel mehr zeigen können, aber ich dachte, wir konzentrieren uns jetzt
noch auf diesen Bücherstapel hier und legen gleich mal los. Wenn wir unterwegs sind, sei es mit dem Auto, zum Arzt, Restaurant oder wie auch immer, mag ich total gerne diese Pixi-Bücher oder Maxi-Bücher. Und als Pixi-Buch gibt es zum Beispiel alle möglichen Märchen. Dies hat auch noch so eine richtig tolle Form. Ich tue auch immer gern in Geschenktüten auf Kindergeburtstagen Pixi-Bücher. Das ist jetzt hier ein Märchenklassiker, Dornröschen. In Pixi-Buchform interessieren Greta irgendwie fast alle Geschichten, vor allen Dingen, wenn man es quasi auswärts lesen kann und man einfach ein Buch dabei hat. Ne? Also Pixi-Bücher gehen immer und zum Beispiel finde ich, wenn man irgendjemanden besucht, der Kinder hat und man hat irgendwie was zu essen dabei, einen Salat zum Grillen, keine Ahnung, dann kann man den Kindern immer mal ein süßes Pixi-Buch mitbringen. So. Und dann haben wir in dieser Maxi-Buchform einen Kinderbuch-Klassiker, das ist Conny. Von Conny gibt es, den habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gesehen oder auch selber schon verschenkt gelesen. Von Conny gibt es sämtliche Folgen. Das hier ist jetzt Conny ist krank. Das ist ein Buch, was wir schon super oft gelesen haben. Ich mag alle ganz gerne. Wir haben da auch CDs davon. Conny ist ein kleines Mädchen, die hat auch einen kleinen Bruder, Jakob. Und genau, hinten steht drauf für Kinder ab 3 Jahre. Das sind tolle Vorlesegeschichten, eine super Länge, auch für das Buch so abends zum Einschlafen. Und Greta ist jetzt gerade 6 geworden und mag die Conny-Geschichten immer noch sehr gerne. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Folgen. Die gibt es auch in kleiner Pixi-Buchform. Wir lesen die hauptsächlich in dieser Maxi-Buchform. Da gibt es auch eine Serie dazu und ja, es kennt, glaube ich, auch jeder. Was auch jeder kennt und was ich jedem empfehlen kann und was wir schon haben, seit sie, glaube ich, tatsächlich 2 Jahre alt ist, ist der Gryffalo von Axel Scheffler und Julia Donaldson oder Donaldson, ich weiß es nicht genau. Es gibt noch mehr Kinderbücher, die ich auch empfehlen kann, die auch alle so toll gezeichnet sind, aber der Gryffalo und die Maus, das ist in Reimform übrigens, ist ein Kinderbuch-Klassiker, schon oft verschenkt, auch geschenkt bekommen damals von Eltern, die das auch schon ausgetestet haben und das macht einfach Spaß und ist schon was für die ganz Kleinen, hat auch noch diese etwas härteren Seiten. Guckt sie sich jetzt nicht mehr unbedingt so an, aber ich freue mich schon jetzt, das dann bei meinem Sohn auch nutzen zu können. Ich mache jetzt mal so ein bisschen altersgerecht weiter. Auch noch, als sie kleiner war, ich glaube so ab dem 3. Geburtstag ungefähr, mochte sie sehr gerne diese kleine Dame hier. Das ist die kleine Prinzessin und die will immer ganz viel oder will auch nicht. Also das ist jetzt hier, ich will nicht umziehen. Und hinten sind noch, ich will Freunde, ich will nicht ins Bett, ich will meine Mama, ich will meinen Zahn. Also es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Folgen. Auch hier gibt es Hörspiele und auch eine Serie zum Anschauen dazu. Und da ist, meistens will die Prinzessin irgendwas überhaupt nicht kinderkonformes und die Eltern erlauben es ihr dann doch. Und am Ende ist so eine kleine Erleuchtung, also es ist immer eine kleine Lehre mit drin, dass es dann vielleicht doch gar nicht so gut war, was die Prinzessin da wollte und dass sie vielleicht lieber den vernünftigeren Weg hätte gehen sollen, den ihre Eltern gleich wollten, aber auf eine ganz humorvolle, amüsante Art und Weise und sehr, sehr nette Kinderbücher. Dann habe ich hier auch eine weitere Reihe, die ist aber noch nicht ganz so bekannt. Das ist die kleine Nele. Wir haben hier Nele kommt in den Kindergarten. Das haben wir bekommen, als auch wir von Krippe in Kindergarten gewechselt sind. Und Nele ist ein ganz niedliches Mädchen, die auch ganz viele verschiedene Abenteuer erlebt. Die hat immer ihren kleinen Hund bei sich, ihren Plüschhund und einen großen Bruder. Also Nele ist eine kleine Schwester. Conny vorhin war ja eine große Schwester. Und auch dies ist eine Kinderbuchreihe mit ganz vielen verschiedenen Folgen und ich finde es immer gut, wenn man die Folge vielleicht der Gegebenheit anpassen kann, in dem das Kind sich gerade befindet. Ne? Also wenn es krank ist oder schwimmen lernen soll oder in den Kindergarten kommt oder so, dann gibt es oft ein passendes Buch von Nele, Conny oder aber auch von diesem kleinen Kerlchen hier. Das ist die Leo Lausemaus und die Bücher hat Greta wirklich geliebt, ungefähr so ab dem sie so 2,5 war. Die haben wir damals auch empfohlen bekommen. Das ist Leo Lausemaus will nicht schlafen. Wir haben noch weitere Bände davon stehen. Das ist so ein schönes, größeres Format. Das ist dann auch nochmal ein bisschen was Besonderes für die Kinder, finde ich. Und Leo Lausemaus ist auch toll geschrieben, hat eine tolle Vorleselänge, um das so am Stück vorzulesen und
Der erlebt auch ganz viel. Es gibt eins, da möchte er nicht, dass seine Mama arbeiten geht. Und am Ende klappt es dann meistens natürlich auch so, wie die Eltern wollen. Es ist gerade in den Kinderbüchern für die Kleinen ja oft so, dass da so ein bisschen so eine Lehre mit drin ist. Aber Leo Lausemaus ist auch eine Reihe, die ich Eltern von kleinen Mädchen und kleinen Jungs sehr, sehr ans Herz legen kann. Jetzt habe ich hier noch vier Bücher, die sind für die etwas Größeren. Zum einen wieder eine bekannte Reihe, und zwar mögen wir auch super gerne Rabe Socke. Das hier ist so ein Sammelband mit vier Geschichten. Die liest sie erst, ja, Rabe Socke ist ja auch bei den Kleinen ein bisschen bekannter, aber sie mag das gerne so, seitdem sie 4,5 ist, glaube ich, so ungefähr 4,5, ja. Und das ist halt auch cool irgendwie, dann hat man schon für eine Woche so ein Buch und liest jeden Abend eine Geschichte. Und ich finde die Rabe Socke Geschichten richtig witzig. Der Rabe Socke ist lustig. Greta hat sich bei manchen Geschichten echt schon total kringelig gelacht. Der ist frech, der ist ja irgendwie wortgewandt, der hat gern mal Widerworte, aber es macht einfach Spaß, Abenteuer mit Rabe Socke und seinen Freunden zu erleben. Und ja, wenn ihr auf eine lustige Geschichte Lust habt mit euren Kindern, wo sie auch echt richtig lachen können, dann oder sowas gern verschenken möchtet, schaut euch unbedingt mal die Rabe Socke Bücher an. Die sind echt richtig witzig. Dann etwas, was wir wahrscheinlich, also was ich noch aus meiner Kindheit kenne, das ist sogar mein altes Buch, von Tjörgen, Egner, Karius und Baktus. In diesem Buch bauen Karius und Baktus sich bei, ich glaube, der heißt Jens. Es war einmal ein Junge und das war Jens, genau. Richtig coole Häuser in den Zähnen, weil Jens nämlich super gerne Süßigkeiten isst und super ungern Zähne putzt. Und am Ende war Jens aber beim Zahnarzt und Karius und Baktus haben nicht mehr so viel zu lachen. Und das ist, glaube ich, ein Buch, was jedes Kind mal oder was ganz viele auf jeden Fall vorgelesen bekommen haben, um gerne oder besser Zähne zu putzen. Und was Greta auch super gerne immer noch liest oder sich vorlesen lässt. Sie liest ja noch nicht selber. Ja, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Dann zwei Bücher, die haben wir noch gar nicht so lange. Und zwar zum einen von Isabel Abedi, Hier kommt Tante Lisbeth. Und ich kannte das gar nicht, aber die Autorin hat die, ich zeige euch das mal, die Lola-Kinderbücher für größere Kinder geschrieben, die wohl sehr bekannt sind. Und das hier ist jetzt das Buch für die Kleineren, denn Lola ist 12, aber ihre Tante Lisbeth ist erst 4. Und wie das kommen kann und all die Geschichten, die Tante Lisbeth so erlebt, die stehen hier drin. Und das hat meine Tochter zur Geburt meines Sohnes als große Schwestergeschenk von, ja, von geschenkt bekommen. Wir kannten das vorher so nicht. Aber wir haben es relativ zeitig durchgelesen. Es war auch etwas zum kringelig lachen. Es hat super viel Spaß gemacht. Es ist großartig geschrieben. Jetzt werden, also oft sind die Bücher einfach so, dass die mir auch als erwachsene Vorleserin Spaß machen. Und das haben wir gerade auch wieder zum Geburtstag verschenkt, wobei ich nicht so genau weiß, wie Jungs mit 5 oder 6 das so finden. Das ist halt wirklich auch schon richtig in Kapitel unterteilt und nichts, was man an einem Abend komplett vorliest. Das verteilt man auch eher auf mehrere Abende. Und ganz frisch unser aktueller Favorit, den sie zum Geburtstag bekommen hat. Und das ist definitiv auch was für Jungs und Mädchen. Wir sind nachher wieder da. Wir müssen kurz nach Afrika. Und hier sind Joscha und Marie abends allein zu Hause. Und plötzlich steht der Elefant Abu bei ihnen im Wohnzimmer und braucht Hilfe, um nach Afrika zurückzukommen. Er will nämlich gar nicht mehr im Zoo wohnen. Und die beiden begleiten Abu auf dem Weg nach Afrika und erleben richtig coole Abenteuer. Und ja, wie das Ganze ausgeht, müsstet ihr natürlich selber lesen. Hier lesen wir auch kapitelweise und es macht richtig, richtig Spaß. Es ist toll geschrieben. Es gibt noch ein zweites Buch von den Autoren. Hinten ist übrigens noch eine CD mit drin. Auch ganz cool. Es gibt noch ein zweites Buch von Oliver Scherz und das habe ich mir schon auf die Wunschliste gespeichert, dass wir das unbedingt als nächstes lesen wollen. Das ist mit einem Jahrmarkt, der nachts zum Leben erwacht. Das ist wirklich schon etwas für ein bisschen größere und zum Beispiel eine ganz andere Hausnummer als jetzt so Leo Lausemaus oder so. Aber es macht ja auch Spaß, dass wir ja jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller anfangen zu lesen. Und das ist auch etwas, was man, denke ich, super für Kinder verschenken kann, die vielleicht auch schon ein bisschen selber lesen können und wo man aber teilweise noch mitliest. Ja. Wenn ihr noch Tipps für weitere Bücher habt, gerne unten in die Kommentare. Wir haben hier noch super viele. Ich glaube, es hat gerade richtig Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Ich glaube, ich mache da auch noch mal ja, eine weitere Folge.
Und ja, ich freue mich, wenn ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren konnte. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.